Der zivile Widerstand in Deutschland muss zwingend mit einem ökologischen Weltbild verbunden werden, um nachhaltig für unsere Zukunft zu wirken. Deswegen jetzt in den Vortrag reinschauen. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, bin ich gut zu verstehen? Hört man mich überall? Wunderbar, das ist schon mal in Ordnung. Ich hatte eigentlich vor, heute meinen Vortrag mit einem Zitat von Martin Heidegger zur Technikkritik und zum ökologischen Weltbild zu beginnen. Habe mich aber umentschieden und möchte praktisch als Jungspund in der heutigen Vortragsrunde einen etwas, ja, wie soll man sagen, etwas praktischeren Beitrag beisteuern, zumindest in Teilen. Und zwei Ereignisse im Laufe dieser Woche haben mich sozusagen bewegt, meinen ursprünglichen Vortrag sozusagen ein wenig abzuändern und heute über zumindest in Teilen etwas anderes zu sprechen. Um also die derzeitige Widerstandsbewegung in Deutschland, die zivile Widerstandsbewegung, Pegida und ähnliches, mit diesem ökologischen Denken zu verknüpfen und so auch einen etwas praktischeren Beitrag zu liefern. Zum einen war das die Ankündigung des bundesdeutschen Innenministers Thomas de Maizière, die Grenzen nach Österreich wieder zu öffnen, da im März nur, wohlgemerkt nur, 20.000 neue Asylanten in Deutschland registriert wurden und das scheinbar ein Zeichen dafür ist, dass eigentlich alles wieder im Butter ist und wir ja die Grenzen alle wieder öffnen können. Zum Zweiten war das die Besetzung des Daches der Grünen Parteizentrale in Graz durch die dortige identitäre Bewegung. Der ein oder andere hat dieses Video vielleicht gesehen, ist ja praktisch passend für unsere heutige Zusammenkunft, dass das Dach der Grünen besetzt wurde. Und hier zeigt sich eben, dass beide Ereignisse ein exzellentes Symbol dafür sind, wie es im deutschsprachigen Raum derzeit steht. Und wir können das daran illustrieren, dass eine Regierung und vermeintliche kulturelle sowie gesellschaftliche Eliten eben auf einen Widerstand treffen, der diesen großen Austausch unseres Volkes und auch der europäischen Völker eben entgegensteht und sozusagen diese viel zitierte, von links oft erwähnte Mitte der Gesellschaft mobilisiert hat, um sich gegen diesen Austausch zu wehren. Eine ganz kurze Analyse der Lage. Zum einen haben wir bereits politisierte, aktivistische Gruppen, die identitäre Bewegung habe ich bereits genannt. Es gibt zahlreiche andere, die bereits seit Jahren praktisch gegen diese Einwanderungswellen ankämpfen. Das ist kein Phänomen der Asylkrise, aber ist eben in diesem Zuge besonders deutlich geworden. Zum Zweiten haben wir neu entstandene Bürgerbewegungen, die sich aus bisher wenig bis gar nicht politischen Personen zusammensetzen. Ich kann Ihnen da sagen, ich habe mit einigen Kontakt. Da handelt es sich tatsächlich überwiegend um Personen 35 aufwärts. Also wir haben in diesen ganzen Bürgerbewegungen, die sich so tummeln, besonders in Mitteldeutschland, eben überwiegend Personen, die schon die Familienväter sind, die schon etwas älter in Anführungszeichen sind und eben nicht die jungen Leute, die da vorne rumspringen. Also hat die Asyl- und Einwanderungskrise zu einem, ich möchte sagen, Erwachen nicht unerheblicher Teile des unpolitischen Bürgertums geführt. Und diese Proteste wie Pegida und ähnliches, man kann dazu stehen, wie man möchte, aber es ist doch sicherlich für alle interessant zu sehen, was es also für ein Phänomen ist, dass plötzlich, wer da dabei war, gesehen hat, jetzt ist ja eine Stimmung aufgekommen, wo plötzlich, also wirklich viele Leute auf die Straße gehen, vielleicht der Nachbar des einen oder anderen, wo man gedacht hätte, das passiert so schnell nicht. Weiterhin ist eine laut Medien zumindest rechte Partei, die AfD, hat ja sehr honorige Wahlergebnisse eingefahren in drei Bundesländern
Und in ihrem Schlepptau sind eben verschiedene Medien, das Kompaktmagazin mit einer Auflage von teilweise 80.000, der Verlag Antaios von Götz Kubitschek und ähnliche, profitieren eben natürlich auch von dieser Stimmung, die derzeit herrscht. Und wir haben so eine Art Ventilfunktion, dass also die Leute, die nicht auf die Straße gehen, sich andere Möglichkeiten suchen, ihre Stimmung kundzutun. Also so eine Wahl der AfD hängt sicherlich auch damit zusammen, dass es extrem viele unzufriedene Menschen gibt, die sich also die nächstmögliche Partei gesucht haben, die sie wählen können. Und das ist also eine Abstimmung mit den Füßen, so ein wenig, die die Stimmung in einigen Bundesländern klar macht. Sprich, das bedeutet am Strich, das Asylthema vereint verschiedene politische Lager. Wenn wir hier an Kubitschek und Elsässer denken, sicherlich ganz klar, was damit gemeint ist, und hat zu einer Zusammenarbeit geführt, in der man eben nicht nur zwingend immer darüber sprechen muss, ob der eine mehr oder weniger kapitalistisch ist, ob der eine eher pro Israel, der andere pro Palästina ist. Sicherlich ist es in der Runde einiges klarer, aber im Großen und Ganzen hat dieses Asylthema dazu geführt, dass also viele politische Gruppen sich erstmal auf das Thema besonnen haben, den äußeren Feind sozusagen abzuwehren. Das bedeutet im Großen und Ganzen, der zivile Widerstand in Deutschland ist in einer vergleichsweise guten Position, um gesellschaftliche, wohlgemerkt nicht ausschließlich politische Veränderungen anzustoßen. Denn dass politische Parteien oder Bewegungen sozusagen zu einer wirklichen Änderung des Politischen führen, das hat uns die Vergangenheit gezeigt, ist sehr optimistisch. Wir müssen also überlegen, ob wir über die Schiene des Gesellschaftlichen zurande kommen. Nun sind viele dieser Runde lange genug dabei, um zu wissen, dass an solchen Massenbewegungen eine gewisse Kritik zu üben ist. Der Widerstand breiter Teile des Bürgertums fußt also überwiegend auf einer merklichen Veränderung der Umwelt, also der Verlust des öffentlichen Raumes. Man kann sich also mittlerweile fast überall in Deutschland umschauen und wird sehen, dass sich das Städtebild drastisch verändert. Da braucht man nicht mehr nur im Westen durch Frankfurt oder durch Köln zu gehen, da kann man mittlerweile auch durch Halle und selbst durch Dresden gehen und wird sehen, der Verlust des öffentlichen Raumes ist ganz eindeutig. Weiterhin der Verlust der inneren Sicherheit. Jeder, der eine Freundin hat, eine Frau von den männlichen Menschen hier, weiß, man kann eigentlich nicht mehr ganz ruhig abends sitzen und sich überlegen, dass die Freundin jetzt von der Arbeit nach Hause geht. Und das merken eben auch die Leute, die aus dem bürgerlichen Spektrum kommen. Sowie, und das ist zu unterstreichen und sicherlich auch ein gewisserweise kritischer Punkt, ist die Angst vor dem Verlust des Wohlstandes. Also gerade in Westdeutschland, wir haben eine ansteigende Zahl von Protestbewegungen in Baden-Württemberg. Da kann man sicherlich sagen, da fürchtet auch der ein oder andere um sein Sparkonto. All diese Punkte sind verständlich und nachvollziehbar, sind jedoch nur Reaktionen auf Symptome einer Krise, die selbstverständlich viel größer ist und die diesen Massen an Sturm auf Europa zugrunde liegt. Und solche Symptome bürgen eben immer die Gefahr, schnell abzuflachen. Deswegen darf es nicht unser Ziel sein, dieselben Gebäude auf den Trümmern der Alten aufzubauen, also mit einer Verringerung der Asylströme zu diesem fatalen Normalzustand zurückzukehren. Und die Bundesregierung versucht das ja im Prinzip, dadurch, dass sie suggeriert, die Grenzen werden geschlossen, dass sie zeitweise weniger Asylanten ins Land lässt, merkt man also gerade an den Bürgerbewegungen, die WIDA ist ein gutes Beispiel, dass die Teilnehmerzahlen solcher Veranstaltungen durchaus zurückgehen. Und das liegt eben daran, dass wenn Symptome schwinden, schwindet auch der Widerstand dagegen. Und hier müssen wir jetzt sozusagen bei der heutigen Veranstaltung, oder ich möchte hier den Bogen zum ökologischen Weltbild spannen unserer Veranstaltung heute. Denn sinnvoller Widerstand gegen ein System, gegen irgendwas anderes, was auch immer man sich da gesetzt hat, muss zwingend von einem Bewusstseinswandel der Bürger flankiert werden, um langfristige Veränderungen einzuläuten und die sinnvolle Neuordnung von Staat, Volk und Gesellschaft umzusetzen. Sprich, wir dürfen nicht nur darauf hoffen, gegen Symptome zu kämpfen, sondern wir müssen auch alle die, die hier sitzen und die sozusagen schon länger politisch aktiv sind, müssen also von unten kommen und müssen sagen, wir müssen jetzt was anbieten inhaltlich. Wir müssen also inhaltliche und gesellschaftliche Alternativen anbieten. Sprich, die Aufgabe des rechten Intellektuellen ist in dieser Form die Etablierung einer Gegenkultur, eines Widerstandes, der das geistig fruchtbar macht, was dort auf die Straßen getragen wird.
Und es ist aus meiner Sicht, wo ich nun auch Autor des heutigen Magazins bin und das sicherlich überrascht, besonders der Bogen zum organischen Weltbild und zur Ökologie, der in so einer Gegenkultur zwingend etabliert werden muss. Ich nenne hier die Beispiele Etablierung des Gemeinwohls, ganz an oberster Stelle, und des französischen Begriffs Décroissance soll bedeuten nachhaltige Wachstumsrücknahme, also auf die Wirtschaft bezogen, und das müssen wir eben prägen. Wieso, werden Sie sich fragen, ist dieses organische Weltbild der Grundstein einer Gegenkultur? Wieso müssen wir gerade ein organisches Weltbild organisieren? Wieso können wir nicht auch irgendwelche anderen Punkte nehmen? Und hier müssen wir, oder hier muss ich Sie dann doch zumindest kurz mit in die Theorie nehmen, einen zumindest kurzen Exkurs in die Theorie machen. Die Zeit ist heute zu knapp, um praktisch tiefgehend darzustellen, was die Unterschiede sind zwischen einem organischen und mechanischen Weltbild. Dazu gibt es zahlreiche Bücher der Vergangenheit, aber auch zahlreiche Bücher heute. Das werden wir heute nicht ausdiskutieren können. Aber um es kurz zu sagen, das organische Weltbild ist der natürliche Gegenentwurf zu dem, was dieser Tage von rechts oft als westlicher Liberalismus betitelt wird. Kurz zusammengefasst, die Ökonomisierung aller Lebensbereiche. Das organische Weltbild sieht also Völker, Kultur, Religion, Kunst und so weiter als organisch gewachsene, historisch bedingte Einheiten an, die nicht beliebig verändert werden können. Völker sind als Beispiel etwa einem gemeinsamen historischen Schicksal, der Abstammung, der Kultur und so weiter. Sie sind historisch gewachsen und eben nicht, wie es oft von linker Seite behauptet wird, konstruierbar. Sie sind nicht zufällig zusammengekommen, sondern sie sind ein Produkt der Historie. Das organische Weltbild schließt also sogenannte Verstandeskonstruktionen, hier ist das Gender Mainstreaming sicherlich das beste Beispiel, deutlich aus und verortet den Mensch in seiner natürlichen Umgebung als Teil eines Ganzen. Das heißt, der Mensch ist nicht beliebig, ist von Geburt an verwurzelt und gehört an einen bestimmten Platz in einer Gemeinschaft. Das ist also zumindest kurz zusammengefasst das organische Weltbild, was ja, unsere Vorfahren eigentlich seit Jahrhunderten gelebt haben und was eigentlich erst später ins Wanken geraten ist. Auf die ökologische Frage zugeschnitten, die also für heute auch wichtig sein soll, steht im Mittelpunkt die Frage danach, welchen Platz der Mensch, die Zivilisation und die Technik im Kosmos des Natürlichen, das ist etwas gestelzt, aber ich denke, es ist klar, was gemeint ist, welchen Platz wir also in diesem Kosmos des Natürlichen in der Welt einnehmen. Also welchen Platz nimmt der Mensch in der Welt ein? Und das organische Weltbild würde hier antworten, der Mensch ist ein organischer Teil der Natur und darf folgerichtig nicht mehr beanspruchen, als ihm zusteht. Sprich, er muss zum Erhalt der Welt beitragen, er muss seinen Platz einnehmen, er ist aber eben nicht Gebieter, er ist nicht technischer Gebieter der Natur. Und das ist eben dieses mechanische Weltbild, das sagt, der Mensch ist der Lenker, der Gebieter der Natur, er soll sich die Welt zum Untertan machen. Das schwingt natürlich auch in einigen Religionen mit, ja, besonders im Christentum finden wir das, also zumindest heruntergebrochen, der Mensch soll sich die Welt untertan machen. Und infolgedessen sind Raubbau, Ausbeutung der Natur und die Technisierung, Rationalisierung der Welt, also die Kontrolle alles Natürlichen durch Technik, ist eigentlich eine logische Folge davon, dass man sagt, wir kontrollieren die Natur, weil wir an oberster Stelle stehen. Und der Mensch verliert infolge dieser Technisierung der Welt eben an Verwurzelung, weil er selbst zum Schöpfer wird und praktisch alle Grenzen, die die Natur ihm setzt, die Abstammung ihm setzt und so weiter, sollen überwunden werden. Also wer hier praktisch an diesen Transhumanismus beispielsweise denkt, der sicherlich im Magazin auch schon oft Thema war, der Mensch wird mit einem fehlenden Bein geboren und ersetzt das jetzt plötzlich durch ein Roboterbein oder so. Also der Mensch setzt sich über natürlich gewachsene oder natürlich entstandene Instanzen hinweg und wird praktisch selbst zum Schöpfer. Und wenn wir heute die westliche Welt, will ich es mal plump nennen, analysieren wollen, erkennen wir diese mechanistische Idee eben hinter allen Lebensbereichen. Alles historisch Gewachsene wird eingeebnet und abgeschafft. Ein kleiner Teil der Menschen, wenn man einer etwas linken Theorie folgen will, lebt auf Kosten aller anderen und unterwirft hierfür die Natur durch Technik und Wissenschaft.
Das ist sicherlich ein sehr umstrittenes Thema. Ich provoziere da gerne mal und sage, der westliche Mensch braucht sich in Teilen auch nicht zu wundern, dass sich die sogenannte dritte Welt auf den Weg hierher macht. Wenn man sich mal anschaut, was dort auch getan wurde oder wie die EU sicherlich einige Verordnungen in Afrika durchsetzt, dann ist es teilweise keine Überraschung, dass sich große Menschenmengen aufmachen, um hier das große gepriesene Glück zu suchen. Das trifft in vielen rechten Kreisen immer auf ziemlich provokante Gegenwehr, Verteidiger der Kolonien und ähnliches. Aber dieses westliche Weltbild führt sicherlich auch dazu, dass wir heute in einer Masseneinwanderungsgesellschaft leben. Und diese westliche Welt ist dekadent, überwiegend wehrlos. Wer sich den heutigen Mann anschaut, der weiß, was los ist. Und er verachtet das eigene. Sprich, die Gemeinschaft, die Familie ist zerschlagen und wurde ersetzt durch ein angebliches freies, ungebundenes Individuum, was überall leben kann, was am Ende den perfekten globalen Konsumenten abgibt. Die Französische Revolution ist mit ihrer sogenannten Entzauberung der Welt, der Rationalisierung alles Lebenden und ja, der Auslöschung des Mythischen oder der Religion, je nachdem, wie man es nennen will, sicherlich hier ein entscheidendes Datum. Die Folgen sind heute ausgeprägt. Die sogenannte Megamaschine nach Lewis Mumford, das wirtschaftliche Maximum hat sich alles andere untergeordnet. Ich möchte hier wenigstens einmal ein Zitat anbringen von Friedrich Georg Jünger, dem Bruder von Ernst Jünger. Der schreibt: Die mit dem Zustand der technischen Perfektion verbundenen Harmonieverstellungen wie Wohlstand, Frieden und Glück werden sich als Illusion erweisen. Der Zustand der technischen Perfektion wird sich durch einen umfassenden, rational geführten und planetarisch organisierten Raubbau an der Natur auszeichnen. Die Perfektion der Technik wird eine totale Verlustwirtschaft erzeugen, die sich auf den Menschen erstreckt. Und was hier klar wird, dass die ökologische Frage niemals allein separat betrachtet werden kann. Wir können also nicht, wie die Linken das teilweise versuchen, die ökologische Frage nehmen und sagen, was passiert mit den Fröschen, was passiert mit der Ausrottung bestimmter Tierarten, sondern hinter der Ökologie steht immer ein großer Zusammenhang. Es steht dringend die Frage dorthinter nach der Weltanschauung, also kurz, wie wollen wir leben, und die Frage nach der Zukunft der europäischen Völker. Wer nur für ökologisch lebt, sichert die Lebensgrundlagen für zukünftige Generationen. Das heißt, das werden Sie alle wissen, eine rechte Bewegung, die sich der Zukunft der Kinder verschrieben hat, wie es sich ja alle auf die Fahnen schreiben, muss zwingend ökologisch handeln und gegen den Kampf gegen die Ökonomisierung aller Lebensbereiche anstreben. Kurz gesagt bedeutet das, keine rechte Bewegung ohne Rückbesinnung auf die Ökologie. Gut, so viel zur Theorie, Rückkehr zur Praxis. Themen wie Umweltverschmutzung und Ähnliches müssen, denke ich, in diesen Kreisen nicht weiter ausgeführt werden. Sie alle wissen um diese Fakten. Ich möchte mich da auch eigentlich gar nicht an besonderen Zahlen festmachen. Das ist immer etwas trügerisch. Aber klar ist, begrenzte Ressourcen versprechen immer automatisch ein begrenztes Wachstum. Anders ist es gar nicht denkbar. Und hier sind sich linke und rechte Denkansätze weitgehend einig. Wir haben also in gewissen Bereichen eine Schnittmenge im rechten und sogenannten linken Denken. Und was unterschiedlich ist, sind eben die Wege, sowas umzusetzen. Denn eine häufige Schlussfolgerung aus einer ökologischen Haltung, einer ökologischen Wende, ist, dass man durch Verordnungen, Verbote und Zwang eben es schafft, dass der Mensch anders konsumiert. Man könnte das auch einen sanften, grünen Totalitarismus nennen. Also sprich, das ist ja diese typische Kritik in der heutigen Welt, was die Grünen immer wieder betrifft, die ja, glaube ich, gesagt haben, einmal die Woche soll es in öffentlichen Mensen irgendwie vegetarisch geben. Da gab es einen riesigen Shitstorm, einen riesigen Widerstand gegen. Da ist das eigentlich ein Minimum. Also, dass man einmal die Woche vegetarisch ist, das sollte jetzt keinen vom Hocker reißen. Aber gerade die sogenannten Konservativen haben sich da natürlich massiv gegen gewehrt. Das ist ein Eingriff in die Freiheit des Individuums, ein Eingriff in den Konsum. Und in einer Welt, wo Freiheit des Individuums und damit auch Freiheit des Konsums als oberste Maxime gelten, tritt der sogenannte, wohlgemerkt ein falscher Begriff, Ökofaschismus, der immer gerne benutzt wird, natürlich auf maximale Ablehnung. Das ist ganz klar, wenn man einem denkbar freien Mensch irgendwas verordnen will,
dann trifft es auf Widerstand. Sprich, das Ziel für uns, für eine rechte Bewegung, muss es sein, einen stetigen Bewusstseinswandel des Bürgers einzuregen durch die Etablierung von Alternativen. Sprich, ich sage hier immer gerne, vorleben statt vorreden. Also nicht nur sagen, man lebt ökologisch, ja, sondern man tut es. Wenn ich an mir selber runtergucke, wenn viele von sich an sich selber runtergucken, dann werden sie merken, dass sie möglicherweise heute Klamotten tragen, die nicht unbedingt ökologisch hergestellt sind. Man muss da sicherlich auch immer realistisch sein, inwieweit man da mitgehen kann oder was umsetzbar ist. Aber man muss da eben realistisch einordnen, dass man langfristig dazu übergehen muss, wenn man etwas propagiert, es auch vor allem vorzuleben durch alternative Modelle. Dabei muss vor allem das Dogma gebrochen werden, und das ist wieder ein wissenschaftliches Dogma, dass mehr oder bessere Technik oder bessere Wissenschaft einen steigenden Konsum und eine steigende Ressourcenknappheit sozusagen ersetzen könnten. Wir haben eben im Vortrag gehört, was es zur Überbevölkerung zu sagen gibt. Also Personen, die praktisch glauben, man könnte durch bessere Technik und durch mehr Wirtschaft, durch mehr offene Wirtschaft diesen Anstieg der Weltbevölkerung abfedern. Ja, die müssten dann mal erklären, wie sie es schaffen wollen, bis 2050 die Wirtschaft zu ver-15 oder zu ver-20-fachen und wie sie also neue Energiequellen einführen wollen. Also es gibt praktisch für die Überbevölkerung im Prinzip keine wissenschaftliche, keine technische Lösung. Wir müssen uns also davon freimachen zu glauben, wir könnten irgendwas erfinden und damit die Probleme der Welt sozusagen beseitigen. Auch hier erkennen wir wieder im Theoretischen dieses mechanische Weltbild. Der Mensch kann sich einfach irgendwas schaffen. Das spricht nur das hässliche Wort Verzicht, Reduzierung des Konsums und neue Lebensmodelle können zusammen zum Erfolg führen. Der entscheidende Punkt ist dabei, dass Verzicht und nachhaltige Lebensweisen eben sozusagen bewusst angestrebt werden. Sie müssen wieder hip und modern werden. Wir müssen es praktisch schaffen, wenn man das so sagen will, einen ökologischen Lifestyle zu etablieren. Ja. Die Linken machen das seit Jahren sehr effektiv. Wer mal durch die Städte geht, der weiß, es gibt eigentlich überall irgendwie so ein linkes Viertel und nur in diesem linken Viertel gibt es vegane Läden, da gibt es ökologisch hergestellte Klamotten und ähnliches. Das würde man aber nie, ich spreche mal von Dresden, weil ich mich da ganz gut auskenne, also wer in Dresden durch die Altstadt läuft, der würde da vermutlich keinen Laden finden, wo irgendwelche veganen Pullover hergestellt werden, weil der übliche Durchschnittsbürger daran kein Interesse hat. Da muss ich dann also in die Neustadt rennen, ja, wo nur Linke rumlaufen und wirklich komische Menschen, um bestimmte Sachen konsumieren zu können. Ja. Die Linken klammern aus vielen Gründen bestimmte Punkte eines ökologischen Weltbildes aus, einfach aus Ideologiegründen. Sie können nicht sagen, wer ökologisch lebt, muss zwingend auch mit seinem Boden verbunden sein, er muss sein Land kennen, er muss sein Volk lieben, das können sie nicht sagen, obwohl das eine logische Schlussfolgerung ist, müsste eigentlich jedem schlauen Kopf auffallen. Aber sie haben es eben geschafft, diesen ökologischen Lifestyle zu etablieren. Und im Zuge dessen sind viele Menschen, die aus ökologischen Gründen da reingeraten sind, am Ende bei der Antifa gelandet oder bei irgendwelchen anderen linken, fragwürdigen Gruppierungen, weil das einfach ein Einfallstor ist. Ja. Und die Rechten haben sich, wie der Christoph Hofer eben gesagt hat, das also massiv aus der Hand nehmen lassen, dieses Thema der Ökologie. Vielleicht eine kleine Anekdote. Ich habe zwei gute Freunde aus Dortmund, die mich regelmäßig besuchen. Und wir waren eben in der Neustadt mit den zwei Kindern auf dem Spielplatz unterwegs. Und uns ist eigentlich aufgefallen, die Personen, die dort unterwegs waren, auf so einem Spielplatz mit ein paar Eseln, ein paar Pferden und so, ja, richtig ökologisch, die waren einem bürgerlich linksalternativen Spektrum zuzuordnen, sicherlich guter Verdienst, trotzdem ökologische Lebensweise. Und die Kinder hatten eigentlich alle überraschend deutsche Namen. Also da gab es viele Wilhelms, viele Friedrichs, ja. Also in der Dresdner Neustadt kann man seinen Sohn Friedrich auch zu sich rufen, ohne dass man angegriffen wird. Ja. Und es war eigentlich für uns eine ziemliche Überraschung, dass praktisch in diesen eigentlich linken Lebensmilieus die Menschen doch dazu neigen, sich ökologisch zu ernähren, ihre Kinder selbstverständlich auf Kindergärten und Schulen zu geben, wo es wenig Ausländer gibt, auch wenn man das Gegenteil propagiert, und wo man seinen Kindern wieder deutsche Namen gibt. Sprich, diese Ökologie, die ist nicht out, ja, das ist nichts, was irgendwie von gestern ist, sondern das ist also gerade im sogenannten Bildungsbürgertum eigentlich ziemlich präsent.
Und dieser kleine Schritt, der fehlt, um zu begreifen, das ist eigentlich eine Rechte, das ist eigentlich, ja, man könnte völkisch sagen, das ist sicherlich diskutierbar, aber das ist eigentlich eine heimattreue Bewegung, eine nationale Bewegung ist dieses ökologische. Dieser Schritt ist eigentlich nicht so weit. Und deswegen gilt es sozusagen, von rechts an diesen Stellschrauben zu drehen und von selbst gewisse Modelle zu etablieren. Ökonomen, typische kapitalistische Ökonomen, verbinden mit der Idee dieser Décroissance, dieser Wachstumsrücknahme, immer einen Verlust der Lebensqualität, eine Verarmung, einen Rückschritt. Was wäre denn, wenn wir nicht mal überall 10 verschiedene Waschmittel kaufen können und wenn jemand nicht mehr die Seife haben kann, die so riecht, wie er es gerne hätte? Das ist natürlich ein Verlust der Lebensqualität, das ist eine Verarmung, ein Rückschritt. Und das wird eben propagiert, wobei aktuelle Forschungen zeigen, dass eben nicht das größte Glück durch Wohlstand entsteht, sondern vor allem durch funktionierende Gemeinschaften. Und diese funktionierenden Gemeinschaften sind natürlich zerschlagen worden, das brauche ich Ihnen nicht erzählen. Und das zeigt eben, ja, dass diese ganze ökologische Bewegung für die Rechte ein Thema ist. Gemeinschaft, Ökologie, deutsche Zukunft, europäische Zukunft, das ist eigentlich nur zusammendenkbar. Ja. Ich möchte kurz, wie das für Deutsche üblich ist, das Ausland anführen. Das ist ein kleines Büchlein, Jungs Europa, da habe ich mal mitgeschrieben. Und da gibt es eben zwei interessante Stellen, die ich mal verlesen will. Einmal aus Spanien und einmal aus England. Die Alternative, die von der Décroissance-Bewegung propagiert wird, ist die endgültige Abkehr von der Wachstumsgesellschaft. Diese Entscheidung bedeutet, Zitat, eine Reduzierung des Konsums, der Produktion und des Ressourcenverbrauchs. Sie setzt ein grundlegendes Umdenken und eine Umstrukturierung des gesellschaftlichen Zusammenlebens voraus. Hin zum Aufbau von autonomen, sparsamen und solidarischen Gesellschaften, Zitat Ende, betont Karin de Miguel Wessendorf in einem Beitrag der Heinrich-Böll-Stiftung. Also es könnte im Prinzip auch in einem rechten Buch stehen, wenn es nicht aus der Heinrich-Böll-Stiftung stammen würde. In Spanien, wo die Jugendarbeitslosigkeit im Jahr 2012 rund 50% betrug, gewinnt diese konsumkritische Bewegung ebenfalls zunehmend an Boden. In vielen Teilen Spaniens ist eine regelrechte Flucht aus der Stadt aufs Land im Gange, von der sich die Menschen ein einfaches Leben erwarten. Die ländliche Idylle verspricht niedrige Lebenshaltungskosten, landwirtschaftliche Arbeit und die Abkehr von der Hektik und Konkurrenz der Großstädte. Diejenigen, die sich jedoch für einen Verbleib in den spanischen Städten entschieden haben, und hier wird es sicherlich auch für die Deutschen besonders interessant, setzen immer häufiger auf alternative Formen der gesellschaftlichen Organisation. So entstehen in vielen Städten Stadtverordnetenversammlungen, die eine Nachbarschaftshilfe organisieren. Besonders im katalonischen Barcelona blühen und gedeihen alternative Lebens- und Wirtschaftsmodelle. Ob Carsharing oder der unentgeltliche Tausch von Waren sowie Dienstleistungen im Privaten oder auf der organisierten Tauschmärkten, alternative, von der Bewegung angestoßene Modelle scheinen sich langsam in Europa zu etablieren. Also so ein Tauschhandel und Ähnliches ist in diesen Kreisen ja sicherlich bekannter. Wenn man mal rausgeht in die sogenannte rechte Bewegung, ist sowas immer automatisch linksverordnet. Ne? Also Sachen, Autos zu teilen oder Ähnliches, das hört sich trivial an, ist aber zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung kein rechtes Phänomen, sondern eindeutig ein linkes. In England, in Großbritannien sind Konzepte zu beobachten, die der Bewegung zuzurechnen sind. Der irische Permakulturalist Rob Hopkins verfolgt seit 2006 ein Projekt, das unter dem Namen Transition Town Bewegung bekannt geworden ist. Diese Bewegung verfolgt das Ziel, die Menschheit durch Stärkung der regionalen und lokalen Wirtschaft sowie Reduzierung des Verbrauchs auf eine postfossile Zukunft vorzubereiten. Weltwirtschaft und Politik seien nicht ausreichend auf die Herausforderungen des Klimawandels vorbereitet und so müsse der Bürger selbst die Initiative zur Vorbereitung treffen. Insgesamt haben sich mittlerweile rund 300 Bewegungen oder 300 Städte angeschlossen in diese Bewegung. Klar, die Brennstoffe sind bald zu Ende und übermorgen geht alles den Bach runter. Da halte ich mich immer sehr zurück, weil eben da schon oft was propagiert wurde. Aber klar ist, in einer Welt, wo es begrenzte Ressourcen gibt, muss man sich auf sowas vorbereiten. Und man sieht also, es gibt solche Bewegungen, die sich so im ökologischen Haushalten praktisch verschrieben haben.
Und das muss nicht zwingend immer eine Sektenbewegung sein, das muss auch nicht zwingend immer links sein, sondern das ist also eine Aufgabe zukünftiger rechter Generationen, die also das wieder in den Vordergrund drücken müssen. Und ein Teil dieses Vortrages lautet ja ökologische Revolution. Das ist natürlich sehr, sehr hochgreifend. Und klar ist, dass Ökologie als separates Thema, als einzelnes Thema, nicht das Potenzial hat, jetzt eine wirkliche politische Revolution anzustoßen oder ähnliches. Aber die Hegemonie ist laut Antonio Gramsci die ständige Bedingung für die Machtausübung und politische Führung auf konsensualer Grundlage. Heißt, er plädierte in der Theorie für einen konstanten Stellungskrieg, der in der Zivilgesellschaft, also unter den Menschen, beginnt. Das heißt kurz, nicht die Anzahl einer Vertreter einer Theorie ist entscheidend, sondern die Wirkungsmacht in der Gesellschaft ist am Ende entscheidend dafür, ob man eine Gesellschaft in eine gewisse Richtung lenken kann oder ob man es nicht schafft. Ökologie ist für rechte Denker also ein Themenfeld, das wir ständig beackern müssen. Da reicht ein Magazin nicht aus, da müsste es viel mehr Bewegung in diese Richtung geben. Auch große andere Magazine müssten sich dem verschreiben, um die Deutungshoheit über diesen Begriff durch Vorbildcharakter wiederherzustellen. Wir müssen also selber, das ist natürlich ja, hochgegriffen, wir müssen selber Stadtteile haben, in denen so ökologisches Leben vorgelebt wird. Oder mal so diese Siedlungspolitik ist sicherlich auch schon ein interessantes Modell, obgleich es sich nicht abschotten darf. Ich möchte hier mal Casapound anführen, diese italienische Bewegung, die einige kennen. Ich bin dort in ganz gutem Kontakt und die haben es praktisch geschafft, ein Stadtviertel mit mehreren eigenen Geschäften, mit eigenen Läden aufzufüllen. Und plötzlich kippt so ein Stadtviertel von einem Einwanderungsviertel, wie es vorher war, kippt plötzlich in ein Viertel, in dem Menschen mit den Teehemden rumlaufen, in dem Menschen nur noch in den Läden konsumieren, die sie selber betreiben. Und plötzlich geht also von einem Stadtviertel geht ein ganzer Schwung durch ein Land und durch eine Stadt. Und sowas kann eben auch von ökologischen Fragen ausgehen. Ja? Also dass man sagt, man achtet eben drauf, was konsumiert wird, man achtet drauf, was man anbietet. Man macht vielleicht keinen nationalen Versand für Klamotten, indem man Sachen aus Bangladesch anbietet, sondern indem man sagt, die Menschen bezahlen eben 20 Euro mehr und haben dann was in Deutschland produziert wurde. Und das wirklich durchzuziehen, also diese Sache wirklich nicht nur zu propagieren, sondern zu machen, das ist ein weiter Schritt. Der wird noch einiges an Zeit brauchen, aber der ist vor allem eben ein rechtes Thema. Und dann wird Ökologie zum zentralen Baustein einer kulturellen Revolution. Und das machen wir natürlich entgegen linker Behauptungen. Das möchte ich auch ehrlich sagen, nicht nur aus taktischen Gründen, weil die Ökologie sozusagen ein Einfallstor für Ideen ist, sondern weil wir eben da verwurzelt sind und weil es zwingend ein Thema ist, was zu uns gehört. Ich möchte da abschließend noch mal ein Zitat von Friedrich Georg Jünger bringen, was das ganz gut zusammenfasst. Die Technik muss als das riesenhafte Tretrad erkannt werden, in dem der Mensch sich fruchtlos abmüht, in einem Arbeitsgange, der umso sinnloser wird, je mehr er zweckmäßig, umfassend, allgemein wird. Die Subordination der technischen Mittel setzt ein neues Denken voraus, das gefeit gegen die Illusion ist, mit denen der technische Fortschritt arbeitet. Ein Denken, das mit den Methoden brutaler Ausbeutung ein Ende macht. Sprich, ein organisches Weltbild, das an Völker und das an eine Zukunft gebunden ist. Vielen Dank. Philipp, erstmal vielen Dank für deinen hervorragenden Vortrag. Und dann wollten wir doch direkt nochmal nachfragen, was genau verstehst du unter einer Welt der begrenzten Ressourcen? Also im Prinzip ist es so, ist ja kein Geheimnis, dass die Welt im Prinzip nur begrenzte Ressourcen zur Verfügung hat, die also vom Mensch verbraucht werden können oder die generell zur Verfügung stehen. Ich denke, ich folge da nicht sozusagen irgendwelchen Apologeten, die sagen, das ist morgen irgendwie zu Ende oder so. Aber im Prinzip ist es natürlich so, dass wir wissen, alle Ressourcen, die wir verbrauchen, sind endlich. Und dementsprechend ist es ganz klar, dass wir damit zurückhalten und vorsichtig umgehen müssen. Also würdest du schon sagen, wir brauchen letzten Endes eine ökologische Revolution?
Ja, der Begriff ist sicherlich nicht ganz falsch, obgleich er natürlich sehr hochgegriffen ist. Aber der Mensch muss sich natürlich bewusst werden, dass er weniger verbraucht. Also nicht nur sozusagen bessere Technik erfinden, um mehr verbrauchen zu können am Ende. Und der Mensch muss generell sich bewusst werden, wieder zu traditionelleren Lebensformen zurückzufinden. Heißt nicht zwingend, in die Vormoderne zurückzugehen, sondern im Prinzip einfach nur bewusster Konsum, den Verbrauch besser kontrollieren und es im Prinzip schaffen, dass man diesen endlosen Wachstum und diese Welt der Ausbeutung im Prinzip eigentlich beendet. Das kann man schon sagen. Und damit einhergehend ist ja dann auch letzten Endes der Wandel der Weltanschauung. Ja, bei sich selbst. Na klar, also es ist im Prinzip sehr wichtig, dass diese Sicht, dass man weniger verbraucht und dass es wichtig ist, ökologisch zu handeln, nicht daraus kommt, dass es von oben verordnet wird. Weil Dinge, die von oben verordnet werden, im Prinzip immer darin enden, dass die Menschen sich irgendwann dagegen wehren. Und es ist wichtig, dass die Menschen von sich selbst erkennen und dass vor allem Völker von sich selbst erkennen, dass wenn sie eine Zukunft haben wollen und dass wenn sie gut leben wollen und für ihre nächsten Generationen etwas hinterlassen, dass zwingend ist, dass sie auch mit den Ressourcen schonend umgehen und dass sie ihre Welt sich dahingehend ändern, diesen ständigen Konsum abzuschalten und im Großen und Ganzen dazu überzugehen, wieder nachhaltiger zu leben. Das heißt, wer sich seine Weltanschauung bewusst geworden ist, der bekommt letzten Endes auch Macht und Deutungshoheit, um das entsprechend zu ändern, dass wir auch in Zukunft noch auf diesem Planeten in Frieden und auch im Verbund mit der Umwelt existieren können. Ja, also um eine Deutungshoheit zu gewinnen, muss man natürlich immer selbst davon überzeugt sein. Und es ist ganz klar, dass es wichtig ist, nicht ausschließlich zu sagen, wir müssen jetzt irgendwie die Macht über die Politik an uns reißen oder ähnliches. Das ist immer schnell gesprochen, ist aber im Prinzip nicht praktikabel, wird nicht funktionieren, denke ich. Es ist also immer wichtig, wie es die 68er im Prinzip gemacht haben, diese Kulturrevolution anzustoßen, diese Hegemonie für einen in Anspruch zu nehmen. Und das funktioniert nur, wenn man rechtes Denken, wenn man eine Weltanschauung, die für die Zukunft geprägt ist und die für das eigene Volk steht, zwingend mit einer Ökologie verbindet und das eben vorlebt, statt nur davon zu reden. Und das wird der Aufbruch. Ja, das heißt, das wird der Aufbruch. Ja, wir müssen also zwingend diese ganzen Bürgerbewegungen, die es gibt und so weiter, die dürfen also nicht nur auf diese Asylproblematik reagieren, sondern langfristig muss natürlich jede Protestbewegung von der Protestbewegung zu einer Bewegung werden, die für etwas steht, für etwas Konkretes. Und ich denke, das Ökologische, was immer zwingend verbunden ist mit der Zukunft und was zwingend verbunden ist mit einem sinnvollen Wirtschaften, das muss verbunden werden. Und dann hat man eine Protestbewegung, die nicht nur auf Symptome reagiert, sondern die langfristig was bewirken kann. Philipp, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Vielen Dank.